Hallo ihr Lieben und willkommen zurück bei Lingoni. Ich heiße Jenny und heute geht es nochmal um das Thema Dativverben. Wenn ihr euch nochmal das Video über Dativverben aus unserem A2-Niveau anschauen wollt, dann könnt ihr hier klicken. Jemandem ähneln, to resemble someone auf Englisch. Du ähnelst deiner Schwester sehr. Das heißt, du siehst so aus wie deine Schwester oder du hast ähnliche Verhaltensweisen. Oder ihr habt ähnliche Persönlichkeiten. Du ähnelst deinem Bruder. Oder anders gesagt, du siehst deinem Bruder ähnlich. Ihr beide ähnelt euch gar nicht. Das heißt, ihr seid euch gar nicht ähnlich. Ihr beide seid verschieden. Jemandem begegnen, auf Englisch to run into someone. Ich bin ihm heute im Supermarkt begegnet. Das heißt, ich habe ihn zufällig im Supermarkt getroffen. Also das war nicht geplant, das war ein Zufall. Ich bin ihr diese Woche noch gar nicht begegnet. Das heißt, ich habe sie diese Woche noch gar nicht gesehen. Wir schaffen das. Ich werde dir beistehen. Das bedeutet so viel wie, ich werde dich unterstützen oder ich werde dir helfen. Ich werde für dich da sein. Du musst das nicht alleine durchmachen. Beitreten bedeutet to join. Er ist einem Fußballverein beigetreten. Jetzt ist er Mitglied dieses Vereins. Ich werde erstmal ein Probetraining machen, bevor ich dem Verein beitrete. Jemandem drohen, to threaten someone. Er hat mir gedroht. Unfassbar, oder? Weil die ganze Klasse laut war, hat der Lehrer den Schülern mit zusätzlichen Hausaufgaben gedroht. Danach waren sie still. Entgegengehen, entgegenfahren oder entgegenkommen. Das sind auch Dativverben. Ich komme dir entgegen. Das bedeutet, ich gehe in deine Richtung, bis wir uns dann treffen. Ich komme dir entgegen. Du kannst ihr entgegengehen. Und ihr könnt euch in der Mitte treffen. Ich komme jetzt zu dir. In 20 Minuten bin ich dann bei dir. Aber du kannst mir auch entgegenkommen, wenn du möchtest. Gratulieren zu. Er hat mir gestern zu meinem Geburtstag gratuliert. Sie hat vergessen, mir zu meinem Geburtstag zu gratulieren. Hast du Alina schon gratuliert? Sie hat heute Geburtstag. Sich nähern. Das Eichhörnchen hat sich den Leuten genähert. Es war mutig. Der Tiger nähert sich seiner Beute. Das heißt, er geht langsam auf seine Beute zu, bis er dann zupackt oder der Beute hinterherläuft. Jemandem schaden. Er hat Hass auf sie und will ihr nur schaden. Das heißt, er hat nichts Gutes im Sinne. Sie haben sich getrennt und jetzt verstehen sie sich überhaupt nicht mehr. Mit deinem fahrlässigen Verhalten schadest du deinen Mitmenschen. Denk mal darüber nach. So, jetzt kennt ihr ein paar neue Dativverben. Wenn ihr das üben möchtet, dann schaut mal bei lingoni.com vorbei. Wir haben hunderte von PDF-Arbeitsblättern für euch, tausende von interaktiven Übungen, wir haben exklusive Videos, Podcasts für euer Hörverstehen und ein Aussprachetool. Wir freuen uns auf euch. Bis bald, tschüss!